Sehr geehrter Herr Bundesminister, lieber Karl-Heinz, Magnificenz, Spectabilis, sehr geehrter Herr Ehrensenator, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende und liebe Freunde. Die wohlwollenden Worte des Rektors, des Bundesministers und des Dekans, für die ich mich aufrichtig bedanken möchte, erfüllen mich mit großer Freude. Nicht nur, weil sie meine eigenen, in Wirklichkeit natürlich viel bescheidenen Verdienste so einnehmend gewürdigt haben, sondern weil sie zeigen, welche Bedeutung die Leopold-Franzens-Universität den Leistungen beimisst, die an meinem neuen und alten Institut in den letzten Jahren erzielt wurden und seine internationale Sichtbarkeit um ein Vielfaches erhöht haben. Auch die zahlreiche Anwesenheit, mit der Sie alle diese Veranstaltung ehren, besonders glücklich stimmt mich die Teilnahme von so vielen Mitgliedern unserer in den letzten Jahren so massiv angewachsenen Studentenschaft, weist in diese Richtung. In diesem Sinn möchte ich allen Anwesenden noch einmal herzlich für ihr Kommen danken, die zur Errichtung des Lehrstuhls, auf den ich berufen wurde, beigetragen haben. Nicht zuletzt den Präsidenten der Pop der Homines Stiftung. Ich werde alle meine Energien dafür verwenden, dass die Professur, die Nachhaltigkeit der in Innsbruck in den letzten Jahren mit so viel Erfolg betriebenen Neo-Latin Studies befördert. Das literarische Genos der Antrittsvorlesung sieht gewöhnlich vor, dass der Referent etwas Allgemeines zum Fach sagt und dabei nach Möglichkeit auch Elemente seiner eigenen Forscherbiografie, also eine persönliche Komponente, einfließen lässt. Was die Vorstellung des Fachs angeht, brauche ich dank der bereits erwähnten Innsbrucker Vorleistungen nicht mehr ganz von vorne anfangen. Man weiß an dieser Universität, warum es Sinn macht, sich mit einer Sprache zu beschäftigen, in der bis 1720 pro Jahr mehr Bücher als in allen anderen Sprachen zusammen erschienen sind und die über einen Zeitraum von fast 400 Jahren eine Weltliteratur hervorgebracht hat. Davon kann ich also absehen und ein bisschen mehr ins Detail gehen. Genauer gesagt möchte ich mit dem Renaissance-Humanismus heute jene Epoche herausgreifen, in der sich Neulatein als Sprache der Wissenschaft und Literatur etabliert hat, und danach fragen, welche Rolle die Universität bei dieser Entwicklung spielte. In diesem Zusammenhang werde ich zunächst auf die wesenhafte Wechselbeziehung zwischen Humanismus und Philologie, in diesem Fall vor allem jener Philologie, die sich mit den antiken Klassikern befasst, eingehen und dann nachzeichnen, inwiefern gerade diese Verbindung den neuen Geist und auf diese Weise auch dem Neulateinischen die Türen zu den Universitäten öffnete. Dies interessiert mich deshalb, weil sich diesbezüglich der neulateinischen Studien in den letzten Jahren Ähnliches ereignet hat. In dem aus dem 19. Jahrhundert stammenden und nur Nationalliteraturen kennen den Fächerkanon nicht vertreten, wird sie nun an vielen Universitäten des deutschsprachigen Raums und nicht zuletzt auch hier in Innsbruck von der klassischen Philologie wieder zum Leben erweckt. Diese Analogie hat sicher ihre Grenzen, zum Beispiel jene, dass das Neulatein der Humanisten eine gelebte Sprache und Literatur darstellte, während wir sie heute zum Objekt wissenschaftlicher Forschung machen. Dennoch zeigt sie uns meines Erachtens, dass wir uns nicht auf einem völlig falschen Weg befinden, sondern auf einer institutionellen Ebene nur das zusammenführen, was von Anfang an zusammengehörte. Noch ein Wort zu der persönlichen Perspektive meiner Ausführungen. Ich werde sie mit ein paar Beispielen aus dem Umfeld garnieren, in dem ich von 2009 bis 2012 tätig war. Das bedeutet nicht, dass ich Freiburg und dem Oberrhein einen exklusiven Anteil an meiner Biografie zuschreiben und meine Tiroler Vergangenheit mit Schweigen übergehen möchte. Aber es ist halt der Ort, von dem aus ich jetzt wieder zu Ihnen hergekommen bin. Zudem war Freiburg ja bis vor gut 200 Jahren österreichisch und last but not least eignet sich der Oberrhein natürlich exzellent für einen Vortrag über den Humanismus, weil er im 15. und 16. Jahrhundert einen jener Hotspots darstellte, von dem aus die neue Bewegung sich über den Kontinent verbreitete. Eines sei vorausgeschickt.
Der Begriff Humanismus ist ein sehr später. Erfunden hat ihn 1808 der an bildungspolitischen Fragen interessierte bayerische Philosoph und Theologe Friedrich Immanuel Niethammer. In seiner Schrift Der Streit des Philanthropinismus und des Humanismus in der Theorie des Erziehungsunterrichts unserer Zeit diagnostiziert er einen Niedergang der Pflege der alten Sprachen an den Gymnasien und verfolgt vor allem den Aufstieg der aus dem Geist der Aufklärung entsprungenen Realschule mit argwöhnischen Augen. Aus terminologiegeschichtlicher Perspektive war das ein großer Wurf. Wurde der Begriff in der Folge doch nicht nur auf die eigene Epoche angewandt, sondern rückwärts in der Zeit auf die Epoche, die uns am heutigen Abend beschäftigt, und vorwärts auf eine in erster Linie von dem klassischen Philologen Werner Jaeger geprägte Bewegung in den 20ern des letzten Jahrhunderts. Zusammen ergibt das insgesamt drei Humanismen. Erstens unseren, das heißt den Renaissance-Humanismus, mit dem wir uns heute beschäftigen, dann den sogenannten zweiten Humanismus oder neuen Humanismus, den man um 1750 beginnen und bis in die ersten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts andauern lässt und dem in mehr oder weniger loser Form ein breites Spektrum von Namen zugeordnet wird, das von Friedrich August Wolff über Johann Gottfried Herder, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller und Friedrich Hölderlin bis zu Wilhelm von Humboldt reicht. Und schließlich den dritten Humanismus, den Jägerhumanismus, dem in dieser Reihe aufgrund sattsam bekannter und unerfreulicher historischer Entwicklungen zum Leidwesen seines Begründers wohl das kürzeste Leben beschieden war. Kennzeichnend für diese Epochen war eine ausdrückliche und programmatische Hinwendung zur klassischen Antike, die zumeist mit einem pädagogischen und bildungspolitischen Anspruch verbunden wurde. Die Begriffsgeschichte macht uns die wesentlichen Eckpunkte dieses Programms bereits recht deutlich. Humanismus hat natürlich etwas mit dem lateinischen Begriff Humanitas zu tun. Dieser ist aber eigentlich unübersetzbar. Versuche wie Menschlichkeit oder dem Menschen gemäße Bildung decken immer nur Teilaspekte der ursprünglichen Bedeutung ab. Interessant ist aber, dass in Texten des und über den Humanismus immer wieder eine Stelle als Kronzeuge angerufen wird, die programmatisch um diesen Begriff kreist. Ich meine hier den ersten Brief Ciceros an seinen Bruder Quintus, der gerade in der damals hauptsächlich von Griechen bewohnten Provinz Asia als Prokonsul weilte. Dieser hatte seinen politisch und administrativ erfahrenen Bruder offenbar um Tipps zur Bewältigung seiner neuen Aufgaben gebeten. Dabei ging es ihm besonders um den Umgang mit den Einheimischen. Der große Redner antwortet in der Übersetzung von Ursula Blank Sangmeister so: Hätte dich das Los jedoch zum Statthalter über Afrikaner, Spanier oder Gallier, wilde und unzivilisierte Völker bestimmt, wäre es trotzdem deine Pflicht, als Mann von Bildung und Charakter für ihre Interessen zu sorgen und ihrem Nutzen und Wohl zu dienen. Weil wir aber über Menschen zu gebieten haben, bei denen die menschliche Kultur nicht nur zu Hause ist, sondern von denen sie nach allgemeinem Dafürhalten auch anders vermittelt wurde, müssen wir diese Kultur gewiss vor allen denen gegenüber beweisen, von denen wir sie übernommen haben. Ich schäme mich nämlich nicht, zumal angesichts meiner Lebensführung und Leistung, jeder Verdacht der Trägheit oder Leichtfertigkeit liegt hier völlig fern, Folgendes zuzugeben. Was ich erreicht habe, verdanke ich der Beschäftigung mit den Wissenschaften und Künsten, die uns durch die Schriftwerke und Schulen Griechenlands nahegebracht worden sind. Abgesehen von einer allgemeinen Aufgeschlossenheit, die man allen Menschen schuldet, müssen wir uns deshalb darüber hinaus dieser Nation besonders verpflichtet zeigen. Und gerade ihr gegenüber, deren Lehren wir unsere Bildung verdanken, beweisen, was wir von ihr gelernt haben. Ich glaube, es ist, obwohl das oft übersehen wird, relativ klar, warum dieser Text im Hinblick auf die Humanitas so wirkmächtig war. Cicero betont nämlich genau jene beiden Aspekte, die später konstitutiv für die nach ihr benannten Bewegungen werden. Die Orientierung
an einer Leitkultur und den erzieherischen Impetus. Dabei ist es fast bekannt, dass der große Redner von der Orientierung der Römer an den Griechen spricht. Die verschiedenen humanistischen Bewegungen dann aber auch die Römer selbst in den Rang von Vorbildern erheben. Durch die erfolgreiche Adaption eines kulturellen Modells werden die Römer also gewissermaßen selbst zum Modell. Und was die Pädagogik betrifft, diese scheint hier überall durch. Und zwar nicht nur, weil Cicero ganz explizit davon spricht, dass die Römer durch die Vorgaben der Griechen erzogen worden sind, in Lateinisch heißt das Quorum praeceptis summus eruditi, sondern auch, weil er traditioneller Imperialtopik folgend Quintus Herrscheraufgaben so umreißt, als sei er ein Vater, der sich um seine Kinder kümmern müsse. Im Falle des Renaissance-Humanismus, den wir heute behandeln, stellt die der Benennung zugrunde liegende Humanitas übrigens keine reine Fremdbezeichnung dar. Sie wurde in der Kollokation Studia Humanitatis, wenn man es unbedingt übersetzen will und mutig sein will, könnte man humanistische Studien oder auch Humanwissenschaften sagen, bereits ganz früh eingeführt. Aber dazu später mehr, wenn wir einiges Grundsätzliches zum Renaissance-Humanismus gesagt haben. Zunächst ist es für uns wichtig, dass sein Rekurrieren auf die Antike in dezidiert und bewusster Absetzung vom Mittelalter erfolgt. Im Ringen um eine Welt, die nicht nur davon bestimmt ist, dass über ihr ein drohender göttlicher Herrscher thront, sondern die vom Menschen selbstständig und Kraft seiner Fähigkeiten geleitet und gestaltet werden soll, besinnen sich die Humanisten auf eine bessere Zeit, die bevölkert von genialen, nachahmungswürdigen Menschen war. Die Antike. Ein K-Wert. Es ist schon klar, dass die Auffassung vom Mittelalter als dunklem Zeitalter überhaupt nicht stimmig ist und deshalb zu Recht als überholt gilt. Der Antagonismus zwischen den beiden Epochen ist aber dennoch wichtig. Und zwar deshalb, weil die Humanisten sich selbst und ihr Denken über ihn definiert haben. Dies mag, wie gesagt, ungerecht sein und wurde auch nicht von all seinen Exponenten vertreten. Trotzdem steht die holzschnittartige Gegenüberstellung von Mittelalter und Humanismus, neues Interesse am Menschen als autonomem Wesen, Vertrauen in seine Fähigkeiten und Möglichkeiten versus Sicht auf das Individuum als einer sündiger, von Gottes Gnaden abhängiger Kreatur an der Basis des humanistischen Selbstverständnisses. Die Verehrung der Alten erstreckte sich auf alle möglichen Bereiche. Sie umfasste die Übernahme, Umsetzung und Weiterführung der antiken Künste wie Architektur, Bildhauerei und Malerei. Erstreckte sich aber natürlich auch auf die Wissenschaft, die vor allem an die Erkenntnisse der Mathematik, Geographie, Astronomie und Medizin anschloss. Zwei Beispiele, das erste vom Oberrhein, das zweite mit Lokalbezug. Sie sehen hier den Plan eines Wehrturms, der nach dem Studium antiker Quellen und in Anlehnung an sie vom elsässischen Architekten und Ingenieur Daniel Specklin entworfen und in die Praxis umgesetzt wurde. Er brachte es nämlich bis zum Stadtbaumeister von Straßburg. Seine Befestigungen sollen sogar auf den Marquis de Vauban, den auch in Freiburg tätigen Militärarchitekten Ludwigs des 14. gewirkt haben. Das zweite Beispiel zeigt eine Seite aus dem Dioscurides-Kommentar des Pietro Andrea Mattioli, der lange Zeit Leibarzt des Tiroler Landesfürsten, Erzherzog Ferdinand II. Von Österreich war. Dioscurides war ein griechischer Arzt aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, dessen pharmakologisches Werk, De Materia Medica, über die Heilmittel bereits in der Antike großes Ansehen genoss. Mattioli reicherte es mit zahlreichen, von Ausgabe zu Ausgabe anwachsenden neuen Erkenntnissen an und stattete es vor allem mit einem reichen Bilderschmuck aus, sodass schlussendlich eines der prächtigsten Bücher des Humanismus entstand. Natürlich ist der Einfluss der Antike aber nirgendwo so stark wie auf dem Gebiet
der Sprache und der Literatur selbst. Dies hat zunächst einmal damit zu tun, dass sich die Humanisten des Lateinischen bedienten, das für sie gleichzeitig eine Verkehrssprache, hierin vergleichbar dem Englischen heute, und eine Literatursprache war. Dann aber war das Lateinische die Sprache, in der das von den Humanisten so stark begehrte Wissen überliefert war. Dies bedeutete, dass der Humanismus erst dann durchstarten konnte, wenn er die antiken Autoren wiedergewonnen hatte. Und zwar physisch in der Form von Handschriften und ideell in Form von auf diesen basierenden Textausgaben, die gewissermaßen am Anfang der humanistischen Buchproduktion stehen. Natürlich haben die Humanisten auch selbst viele Texte produziert, ungemein viele sogar, und ich werde später noch darauf zu sprechen kommen. An erster Stelle standen aber die Editionen antiker Autoren, nicht zuletzt, weil man ihre Texte für den Unterricht brauchte. Hier sind wir wieder bei dem pädagogischen Moment angelangt, das ich bereits am Beginn meiner Ausführungen erwähnt habe. Man will den neuen Geist ganz offensichtlich bereits den Jüngsten einpflanzen, das Publikum von klein auf mit den antiken Klassikern vertraut machen. Daneben war aber noch etwas anderes wichtig. Und zwar das vor allem von Erasmus von Rotterdam verbreitete Motto Ad Fontes. Es ist auf zwei Ebenen zu verstehen. Auf einer allgemeinen, wo es ganz einfach die Rückbesinnung auf die antiken Klassiker meint, und zweitens auf einer philologischen, wo es so viel wie zurück zu den Texten der Klassiker bedeutet. Mit der Wiederentdeckung von mittelalterlichen Abschriften antiker Autoren in Klöstern war aber vor allem die zweite Forderung noch lange nicht erfüllt. Denn diese Texte waren ja, wie gesagt, mittelalterliche Handschriften. Ich darf hier kurz ein wenig ausholen. Abgesehen von einigen Ausnahmen wie Briefen, Inschriften oder Graffiti sind uns von antiken Autoren keine Autographen überliefert. Ihre Texte wurden einfach immer wieder abgeschrieben, zum Teil zigmal. Dies bedeutete, dass den Humanisten die Texte ihrer griechischen und lateinischen Vorbilder, abgesehen von einigen wenigen spätantiken Ausnahmen, zumeist in Form mittelalterlicher Handschriften vorlagen, die teilweise durch gravierende Abschreibfehler entstellt waren. Diese gingen zum Teil auf Versehen zurück, die bereits im Rahmen der innerantiken Überlieferung entstanden waren. Weil den Humanisten aber hauptsächlich mittelalterliche Handschriften vorlagen, wiesen sie die Schuld an dem traurigen Zustand der ihnen enthaltenen Texte dem Mittelalter zu. Dieser Vorwurf war natürlich Ergebnis einer eklatanten Gedankenverkürzung, die sich der allgemeinen Skepsis der Humanisten dem Mittelalter gegenüber verdankte. Im Wesentlichen näherte er sich aus dem Bild, dass man sich von einem ungebildeten Mönch ohne ausgeprägte Lateinkenntnisse gemacht hatte, der in seinem Skriptorium den antiken Klassiker beim Abschreiben verdirbt. Die Rückkehr ad fontes bedeutet somit dann ganz präzis, die Texte der antiken Schriftsteller von ihren mittelalterlichen Fehlern zu reinigen. Wie machte man das? Man rekurrierte nicht auf, nennen wir es einmal, mittelalterliche Kompetenzen wie Gottvertrauen oder Eingebung, sondern auf humanistische Tugenden wie Vernunft, Verstand und rationales Vorgehen. Konkret bedeutete das, dass man möglichst viele Handschriften zusammensuchte und miteinander verglich, um Fehler zu identifizieren und auszuscheiden. Das war damals natürlich unendlich viel schwieriger als heute, wo man viele Manuskripte bereits an seinem Schreibtisch über das Internet einsehen kann. Auch die Reisemöglichkeiten waren beschränkt und so nutzte man zum Beispiel Briefkontakte, um sich über verschiedene Lesarten in an anderen Orten vorhandenen Manuskripten zu informieren. Trotzdem, sehr viele Exemplare konnte man auch auf diese Weise nicht einsehen. Und so musste man häufig einfach spekulieren, wo Fehler waren und wie der Text an den betreffenden Stellen richtig lautete. Hierzu war es natürlich wichtig, wenn wir heute Editionen erstellen, ist das natürlich nicht anders, dass man profunde Kenntnisse über die jeweilige antike Sprache und Kultur besaß. Ein Aspekt, der damit zusammenhängt und auf den es mir hier besonders ankommt, wäre aber der.
Man muss sich in das antike Vorbild hineindenken. Der Humanist, der einen antiken Text verbesserte, schlüpfte in dem Moment, in dem er das tat, gleichsam in das Gehirn des von ihm bearbeiteten Autors. Oder mit anderen Worten, in dem Moment, in dem er den Text korrigierte und zum Schluss kommt. Der Text lautet nicht so, wie ihn die mittelalterlichen Mönche abgeschrieben haben, sondern so, wie ich es sage. In dem Moment sprach aus dem Humanisten der antike Autor selbst. Wir haben es hier also mit einer Art Personalunion von Humanisten und antiken Verfasser zu tun. Der Humanist wird eins mit dem antiken Genie und setzt sich dadurch vom beschränkten mittelalterlichen Mönch ab. Natürlich wird auch bei diesem Prozess der Textverbesserung argumentiert, aber er hat auch etwas Mystisches, was uns paradoxerweise fast wieder ins Mittelalter führt. Hier ist noch etwas weniger Mystisches wichtig. Der Buchdruck, der für die Entwicklung des Humanismus ja ebenfalls eine wichtige Rolle spielte. Dadurch, dass es nun von jedem Exemplar gleich mehrere gab, die dann auch noch an mehreren Orten verfügbar waren, konnte man Kontrolle über die Erlieferung und die in ihr konservierten Fehler ausüben. Die Textüberlieferung wurde sozusagen eingefroren. Dies galt besonders dann, wenn der Herausgeber in Paratexten Rechenschaft über seine Methode gab und bestimmte Entscheidungen konkret begründete. Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung in einem Druckwerk konnte der Text nicht mehr schlechter werden, zumindest nicht unkontrolliert. Ein schriftlich fixiertes Bezugs- und Referenzsystem verhinderte dies. Die Text- und Literaturlastigkeit, die in den eben dargestellten theoretischen Fundamenten des Humanismus zutage tritt, hatte auch Auswirkungen auf die Praxis. Genauer gesagt, zeigte sie sich auch in der Schulbildung und dann in der Struktur und Organisation der Universität und vor allem ihrer Curricula sowie Lerninhalte. All dies erfuhr unter dem Eindruck des neuen Geistes nämlich einen grundlegenden Wandel. Und zwar einen in Richtung von etwas, was wir salopp als Literarisierung und Philologisierung bezeichnen könnten. Schauen wir uns zunächst einmal die Schulen an, die sehr oft die Bezeichnung Trivialschulen trugen, weil in ihnen die Disziplinen des Triviums, Grammatik, Rhetorik und Dialektik, im Vordergrund standen. Dies war aber nur nominell der Fall. Dominantes Fach an den meistens an sogenannten Pfarr- und Ratsschulen angesiedelten Institutionen war der lateinische Sprachunterricht, das heißt die Grammatik. Vor allem in Gestalt des Doktrinale des Alexander de Villa Dei. Ein nettes, allerdings mittelalterliches Zeugnis für die in diesem Zusammenhang gepflegten Praktiken finden Sie in der mit reichem Figurenschmuck ausgestatteten Portalhalle des Münsters zur lieben Frau in Freiburg. Sie haben das hier. Zur rechten Hand kann man dort eine allegorische Serie aller Septemart des Liberales bestaunen. Und gerade die Grammatiker zielt die Blicke der erstaunten Zuseher immer wieder gerne auf sich. Sie können sich vorstellen, dass ein Unterricht in dieser Art, also die Dame zieht den Jungen hier am Ohr und hier hält sie die Rute in der Hand, also dass so ein Unterricht nicht sehr effizient war. Vor allem divergierte das Niveau sehr stark. Auch wenn einige Ludi Triviales durch charismatische Leiter ein gewisses Renommee erlangten, ergab sich unter dem Strich, zumindest im 15. Jahrhundert, ein eher ernüchternder Gesamteindruck, der gut zu jenem passt, den wir auch von der universitären Bildung haben. Die in manchen Bereichen defizitäre Ausbildung und die großen regionalen und institutionellen Unterschiede, welche das Schulwesen dieser Zeit prägten, brachten es nämlich mit sich, dass die Matrikulei mit einem, wir brauchen uns da keinen Illusionen hingeben, relativ bescheidenen Wissensstand an die Universität strömten. Dieses Problem begegnete man dadurch, dass man bereits im Mittelalter vor das eigentliche Fachstudium eine Art Studium Generale geschoben hatte. Der Ort, an dem das geschah, war die sogenannte Artistenfakultät, die in mehrfacher Hinsicht einen Sonderstatus einnahm. Die Fachstudien waren nämlich drei: Theologie, Jura und Medizin.
Ihnen war jeweils eine Fakultät zugeordnet. Die, wie erwähnt, vorgeschaltete Artes-Fakultät bildete eine eigene Institution. Ihr Besuch war fakultativ. Jedoch gewünscht, genauer gesagt sehr gewünscht. Im Prinzip mussten die Anfänger freiwillig an ihr studieren. Ausnahmen, wie manche Studierenden bereits über die nötigen Kenntnisse verfügte oder zumindest über sie zu verfügen glaubten oder entsprechende Beziehungen zur Universitätsleitung oder den geldgebenden Institutionen wie Stiftern oder Landesherren hatten. Diese Ausnahmen waren nicht gerne gesehen und führten immer wieder zu Konflikten. Besonders die Aspiranten der juristischen Fakultät versuchten gerne, sich um das Studium an der Artistenfakultät zu drücken. Wir haben zahlreiche Dokumente, welche die Verwerfungen belegen, zu denen diese Praxis immer wieder führte. Eines davon findet sich in einem Prunkstück der deutschen Bildungsgeschichte, das uns wieder in Freiburg erhalten ist, nämlich dem Statutenbuch des Collegium Sapientiae, des Kollegs der Weisheit. Bei dieser Einrichtung handelte es sich um eine Bursa, eine Art Studentenheim, das Ende des 15. Jahrhunderts gegründet wurde und einer bescheidenen Zahl von Studenten eine Unterkunft bot, die sich die universitäre Ausbildung nicht aus eigenen Mitteln leisten konnte. Die Statuten, gewissermaßen die Hausordnung des Kollegs, gewähren uns nicht zuletzt aufgrund ihrer reichen Bebilderung einen recht authentischen Einblick in den zeitgenössischen Universitätsalltag. Ein Kapitel, und das interessiert uns hier, fordert die Stipendiaten eindringlich dazu auf, das Studium der Artes Liberales zu pflegen. Das Kapitel ist mit dem Titel In modo studendi artibus liberalibus et disputationium visitatione überschrieben, also zu Deutsch von der Art und Weise in den freien Künsten zu studieren und vom Besuch der Disputationen. Und lautet in der Übersetzung von Robert Feger folgendermaßen: Wiewohl jeder in unser Haus zur Weisheit Aufgenommene seinen Sinn frei jeder Fakultät, der er will, zuwenden und in selbiger sein Studium Gott wohlgefällig machen kann, mahnen wir dennoch aus ehrlichem Herzen, wenn irgendwelche in besagtes Haus aufgenommene Scholaren nicht mit dem Magistergrad der freien Künste ausgezeichnet wären, mögen sie sich zunächst in den freien Künsten als dem stärksten Fundament aller Wissenschaften außerdem der Physik, Logik und Ethik widmen. Und indem sie sorgfältig die Vorlesungen, Übungen, Repetitionen und Disputationen nach Anordnung und Statuten der Artistenfakultät besuchen, bei Strafen so durch den Vorsteher des Hauses zu verhängen. Ganz am Rande, das Statutenbuch ist wirklich eine bildungsgeschichtliche Fundgrube. Seine Lektüre lohnt in hohem Maße auch deshalb, weil sie auch Erheiterndes zu bieten hat. So gibt es einen Abschnitt über Frauenbesuche, ne quis in sapientiae domum introducat mulier suspectam, das haben Sie hier, achten Sie auf die einladende Fingerbewegungen des Studenten, der Frau hier winkt, oder hier haben Sie nette Abbildungen von Streitigkeiten unter Studenten, da unten kommt einer zum Vorsitzenden des Hauses der Weisheit und petzt praktisch, dass ihn ein anderer am Arm verletzt hatte. Also es ist voll von interessanten Dingen. Aber nun wieder weg von diesen Ablenkungen und zurück zur Bildung. Dass fast alle Studierenden durch die Mühle der Artisten mussten, führte natürlich mit sich, dass ihre Fakultät die größte war, wobei diese Tendenz noch dadurch verstärkt wurde, dass die Drop-out-Quote wesentlich höher als heute war. Unseren Bildungspolitikern jedenfalls würden die Haare zu Berge stehen, wenn sie die Zahlen zu Gesicht bekämen. Den ersten Grad des Artes-Studiums, das Baccalaureat, erreichten gerade 30% und 40%. Zu einem Abschluss der höheren Studien gelangte nicht einmal ein Zehntel der Studienbeginner. Die große Zahl an, wie man heute so schön sagt, Studienfällen schlug sich selbstverständlich in einem erhöhten Aufwand an Personal nieder. Diesem Problem steuerte man dadurch entgegen, dass talentierte und zumeist frische Absolventen der Fakultät mit Lehraufgaben betraut wurden. Ja, im Normalfall war mit einer Promotion zum Magister sogar die Verpflichtung verbunden, für einen Zeitraum von 2 Jahren
Unterrichtsaufgaben an der Artistenfakultät wahrzunehmen. Da die betroffenen Personen in der Regel aber gleichzeitig an einer der höheren Fakultäten studierten, konnten sie dadurch auch ein willkommenes und sehr oft notwendiges Zusatzauskommen gewinnen. Dieses bestand weniger oft in einem regulären Gehalt, feste Stellen waren damals schon rar, sondern meistens aus den Gebühren, welche die Besucher der einzelnen Lehrveranstaltungen direkt an ihren Leiter entrichten mussten. Eine Universität wäre nicht eine Universität, wenn nicht auch dies zu zahlreichen Streitigkeiten Anlass gegeben hätte. Es gab natürlich Kurse, die einen stärkeren Hörerzustrom als andere hatten, und diese Kurse waren natürlich die begehrtesten. Gelehrt wurde an der Artistenfakultät, das lässt der Name unschwer erahnen, die Septem Artes Liberales. An der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit kamen von den sieben Künsten des Triviums, Grammatik, Rhetorik, Dialektik und des Quadriviums, Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Musik, eigentlich nur die Grammatik, die Logik und die Physik zum Zug. Wobei sich ja auch diese nicht alle in dem soeben genannten genuinen Kanon befanden, sondern die dort aufgelisteten Disziplinen mehr oder weniger vollständig über einige Schnittmengen zusammenfassten. Die sprach- und literaturwissenschaftliche Komponente war relativ dürftig und beschränkte sich im Wesentlichen auf die lateinische Sprachlehre, wobei wiederum sehr gerne mit Alexander de Villadey gearbeitet wurde. Gerade dies änderte sich jedoch im Laufe des 16. Jahrhunderts, das eine institutionelle und curriculare Stärkung der Studia Humanitatis mit sich brachte. Dies zeigt sich bereits in den Ludi Trivialis, in denen verstärkt antike Dichter in den Lektüre-Kanon aufgenommen wurden und allmählich auch Alexander de Villadey entsorgt wurde. Langsam verschaffte sich auch das Griechische Zugang zum Unterricht. Ungefähr zur gleichen Zeit gelang es dem Humanismus auch an den Universitäten Fuß zu fassen. Nicht zuletzt in Deutschland hatten sie ihr innovatives Gedankengut über einen erheblichen Zeitraum parallel zu den Universitäten verbreitet, die lange den relativ starren inhaltlichen und methodischen Prinzipien der Scholastik verbunden blieben. Aus dieser Situation entstand hin und wieder sogar eine gewisse Frustration, die polemisches Hickhack zwischen den Humanisten und den in ihren Augen scholastischen Sesselklebern an den Universitäten führten. Berühmtestes Zeugnis hierfür sind die sogenannten Dunkelmännerbriefe, die von Humanisten wie Ulrich von Hutten verfasst vorgeben, aus der Feder kirchlicher Gelehrter zu stammen und ihre angeblichen Verfasser nicht nur durch abstruse Inhalte, sondern auch durch fehlerhaftes Latein karikieren. Gerade dieser letzte Punkt ist wichtig. Die Gelehrten der neuen Generation warfen den Scholastikern nicht nur ihre rückständige Bildung, sondern auch sprachliche Verwahrlosung vor, während sie selbst sich als an den antiken Originalen geschulte Hüter der lateinischen Sprache betrachteten. Schlussendlich konnten sie sich aber durchsetzen und die humanistische Reform der Universitäten einleiten. Eine wichtige Rolle dabei spielten die Athenäen in Erfurt, Wittenberg, Ingolstadt und Heidelberg. Ihren institutionellen Ort hatten diese Entwicklungen aber an der Artistenfakultät, an denen die Professuren für Poetik, ihre Inhaber nannte man oft einfach Poetei, Dichter, eine starke Aufwertung erfuhren. Ein prominentes Beispiel, das auch Spuren in Freiburg hinterlassen hat, war etwa Jakob Locher, genannt Philomusus, der Musenliebhaber. 1471 in Ehingen an der Donau geboren, war er bereits als Student an der Alma Mater im Breisgau und kehrte dann nach einer zweijährigen Italienreise, eine solche unternahmen zahlreiche seiner Zeit- und Geistesgenossen, also noch vor Goethe, 1495 entsprechend inspiriert als Dozent für Rhetorik und Poesie an die Artistenfakultät zurück. Hier entfaltete er eine breite Lehr- und Publikationstätigkeit. So betätigte er sich zum Beispiel als Übersetzer von volkssprachlicher Literatur ins Lateinische, namentlich des Narrenschiffs von Sebastian Brandt, den er noch aus Basel kannte, wo er ebenfalls studiert hatte. Derartige Übersetzungen waren übrigens nicht selten, garantierten sie den jeweils betroffenen Texten doch eine größere Verbreitung und ein internationales Publikum. Daneben widmete sich Locher der Herausgabe lateinischer Klassiker. Besonders berühmt ist seine erste lateinische Gesamtausgabe,
des augustäischen Dichters Horaz, die zu einem großen Teil in Freiburg entstanden ist. Außerdem produzierte Locher eine stattliche Reihe eigener neulateinischer Dichtungen. Bekannt sind besonders seine Dramen. Diese Aktivitäten brachten ihm 1497 eine besondere Ehre ein. Er wurde unter der Schirmherrschaft von unserem Kaiser bzw. damals noch König Maximilian, von dessen Kanzler Konrad Stürzel zum Dichter gekrönt. Im Jahr darauf wurde er nach Ingolstadt berufen, wo er sich aufgrund seines exzentrischen Auftretens und streitbaren Charakters zahlreiche Feinde schuf, weshalb er dann 1503 wieder nach Freiburg zurückkehrte. Aber auch an der Dreisam währte der Frieden nicht lange. Er verscherzte es sich mit mehreren einflussreichen Persönlichkeiten, unter anderem deshalb, weil er 1506 zusammen mit einigen Freunden einen anderen Humanisten, Matthias Ringmann, verprügelte, angeblich, weil dieser sich über die schwäbische Aussprache von dessen Latein lustig gemacht hatte. Locher wurde nach diesem Ereignis von der Universität mit Hausarrest belegt und, weil er sich natürlich nicht daran hielt, schlussendlich suspendiert, worauf er sich wieder nach Ingolstadt zurückbegab, wo er 1528 auch verstarb. Lochers Karriere ist in vielerlei Hinsicht symptomatisch für die Entwicklung der Studia Humanitatis im universitären Kontext. Da haben wir erstens die Dichterkrönung. Diese hat ursprünglich und genuin nichts mit der Universität zu tun. Im Zusammenhang mit Besetzungs- und Berufungsverfahren kam der Auszeichnung aber durchaus Bedeutung zu. Ja, sie entwickelte sich zu einer Qualifikation, die sozusagen typisch für die Inhaber von artistischen Lehrstühlen war und durch ihr großes Renommee auf die Professur und die gesamte Fakultät abfärbte. Zweitens, die Herausgebertätigkeit. Sie steht vor allem für die enge Bindung an die philologische Fachwissenschaft. Sie zeigt, dass die am und vom Lehrstuhl verrichtete Tätigkeit primär eine textuelle ist. Zudem geht sie weit über das hinaus, was wir als fachwissenschaftliche Vertiefung oder die Basis der Lehrtätigkeit begreifen können. Das Edieren antiker Autoren liefert nämlich nicht nur taugliche Textgrundlagen für den Unterricht, sondern seine auf der wissenschaftlichen Ebene erfolgende Bemühung um einen in reinem Latein geschriebenen Text entspricht in pädagogischer Hinsicht dem Lernziel, das Latein der Schüler von entstellenden Fehlern zu befreien und den antiken Glanz erstrahlen zu lassen. Der Schüler und seine Sprache werden so zum Materialobjekt eines zutiefst philologischen Bestrebens. Drittens, wie wir gesehen haben, verfasste Locher auch neulateinische Dichtungen und wurde so auch in engeren Sinn zum Poeta. Die stellte eine weitere wichtige Etappe in der Entwicklung der humanistischen Bewegung dar, die sich nicht nur darauf beschränkte, Antikes zu sanieren und wiederherzustellen, sondern aus ihrem Geist heraus auch Neues schaffen wollte. Die Denkfigur ähnelt jener, die wir bereits vorhin bei unserem Blick auf das hinter der humanistischen Textkritik stehende Gedankengebäude untersucht haben. Nur geht es jetzt nicht mehr darum, dasselbe wie das antike Genie zu denken und gleichsam eine Unio Mystica mit ihm einzugehen, sondern darum, seinen Erzeugnissen Ebenbürtiges gegenüberzustellen. Wenn man ein Bild für diesen Vorgang bemühen möchte, könnte man es vielleicht mit der Seelenwanderung probieren. Es ist so, als wären die antiken Dichter in ihren neuzeitlichen Nachfolgern wiedergeboren. Einigen von ihnen reichte das vielleicht gar nicht mehr, denn vereinzelt wollten sie ihre Vorgänger auch überflügeln. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch folgendes Bild interpretieren, das Sie hier sehen und auf dem Titelblatt eines Buches aus dem Jahr 1497 zu finden ist. Das panegyrische Texte versammelt, die Locher zu Ehren Maximilians verfasst hatte. Die frühere Forschung hat hin und wieder behauptet, dass es sich bei dem Bild um ein Porträt des Poeta Laureatus Locher handle, wofür sie von der neueren Generation, die sich Barths Tod des Autors auf die Fahnen geschrieben hat, ausgiebig getadelt wurde. Als Argument wurde vor allem der Umstand angeführt, dass Locher, wie es damals üblich war, den Holzschnitt in mehreren Druckwerken verwendet, zum Beispiel in seiner bereits erwähnten Horaz-Ausgabe von 1498, in der die Darstellung doch ganz offensichtlich den römischen Dichter bezeichne. Diese Kritik leuchtet auf den ersten Blick ein, verstellt aber den Blick auf den Kern des Problems. Denn der Frage der Funktion des Bildes bzw. der nach der Motivation seiner Wiederverwertung besteht.
Denn ich bezweifle, dass wir es hier mit einem Porträt im üblichen Sinne zu tun haben. Es geht vielmehr um die idealtypische Darstellung eines gekrönten Dichters. Eine solche ist natürlich flexibler, das heißt, sie kann leichter in verschiedenen Kontexten eingesetzt werden. Konkret heißt das, im ersten Fall, in dem Band mit den eigenen Dichtern, steht das Bild natürlich für den einige Monate zuvor zum Dichter gekrönten Jakob Blocher. Im zweiten für den römischen Dichterfürsten Horaz, der in seiner berühmten ersten Ode von sich selbst als begrenzten Poeten spricht, me doctare derei praemia frontium, dies miscent superis. Mich gesellt der Efeu, der Preis, den meine gelehrte Stirn trägt, den Göttern bei. Entscheidend ist nun gerade die Plurivalenz des Bilds. Mit ihr will Locher sagen, ich und Horaz sind eine Person. In mir ist das antike Genie des Quintus Horatius Flaccus zurückgekehrt. Dies passt übrigens zur generellen Ausrichtung der Horaz-Ausgabe, deren Bedeutung nicht nur darin liegt, dass sie die Tradition des italienischen Kommentars mit der deutschen Holzschnittkunst verbindet, sondern den antiken Dichter, wie Wilhelm Kühlmann es formuliert, als Spiegelungsfigur des Herausgebers betrachtet. Noch zurück zu den Studia Humanitatis und zu einem kurzen Ausblick auf die Entwicklung, die sie im weiteren Verlauf des 16. Jahrhunderts genommen haben. Bezeichnet ist hier, dass ihre Bedeutung im Kontext der konfessionellen Konflikte der Reformationszeit sowohl auf evangelischer Seite als auch auf katholischer Anstieg. Die Schleuse für Humanismus und Neulatein blieb weiterhin die Artistenfakultät, an der das Prekariat, mit denen man die Poeten abgespeist hatte, nun mehr und mehr beendet wurde. Verantwortlich dafür war die Fortsetzung der Auflösung der scholastischen Unterrichtstradition. Man kam immer mehr von der sonst durchgehend betriebenen Lektüre des Aristoteles ab und etablierte einen Unterricht in verschiedenen Fächern, zu denen auch Latein und Griechisch gehörten, und die durch die Einrichtung verschiedener Professuren institutionalisiert und gestärkt wurden. Für die 20er Jahre beklagt die Forschung zwar oft die Krise der Universität und weist die Verantwortung hierfür den Protestanten zu, weil sie durch die Zerstörung der kirchlichen Strukturen auch das oft und maßgeblich von diesen getragene Bildungssystem ruiniert hätten. In Wirklichkeit war dieser Verfall, der sich zum Beispiel in einem Einbruch der Inskriptionszahlen manifestierte, aber nur temporär. Alles andere hätte auch überrascht, war die lutherische Reformation doch aus dem Geist der Renaissance geboren. Besonders die Ad Fontes-Losung war für den Bibelübersetzer Luther von zentraler Bedeutung. Sein Bemühen um ein reines und authentisches Evangelium steht nicht weit ab von der humanistischen Forderung eines quellenkritischen Bewusstseins. Wenn man will, kann man aber noch weitergehen und die protestantische Gnadentheologie nicht als, wie es manchmal geschieht, im Verhältnis zur katholischen Werkgläubigkeit unmenschliche und für den Einzelnen nicht nachvollziehbare Lehre betrachten, sondern hervorheben, dass ihr Postulat der Sola Fides ein immenser und somit humanistischer Vertrauensbeweis für das Individuum ist, das im katholischen Kontext am Gängelband einer rationalen Do- und Des-Mentalität hängt. Aber ich möchte mich hier nicht auf ein zu gefährliches Terrain begeben, denn die Frage nach dem Verhältnis zwischen Luther und dem Humanismus wird zum Teil sehr emotional diskutiert. Eines steht jedoch fest: 3 Jahrzehnte nach Luther ließen die Gegenspieler der Protestanten ebenfalls massiv humanistische Tendenzen erkennen. Die hauptsächlich von den Jesuiten getragene Gegenreformation agierte aber nicht so sehr auf der Ebene der Universitäten, sondern versuchte bereits in den Gymnasien ein Bildungsangebot zu entwickeln, das mit jenem der Protestanten konkurrieren sollte. Bereits 1551 schlug der Ordensgründer Ignatius von Loyola vor, die Lektüre der Klassiker zu stärken. Dies mündete dann genau am Ende des Jahrhunderts 1599 in die berühmte Ratio atque institutio studiorum societatis Jesu, die weltweit gültige Studienordnung der Gesellschaft Jesu. Einer ihrer Kernpunkte war der, dass der Glaube humanistische Werte und Bildung nicht ausschließt, ja, sogar von ihnen gefördert werden kann. Dies hat einen neuen Boom der Studia Humanitatis zur Folge, der seinerseits natürlich wieder auf die Universität zurückwirkte und an Intensität erst dadurch den bereits erwähnten zweiten Humanismus getoppt wurde. Das wäre aber Thema eines anderen Vortrags. Für heute danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und darf Sie nun zu einer kleinen Stärkung im Foyer einladen. Ich danke Ihnen.